Hey YouTube, was geht? Heute möchte ich über das kleine Objektiv hier reden. Es ist ein TTA Design 50mm Festbrennweite mit einer Blende von 1,2, was mich eigentlich schon super beeindruckt hat. Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht so viel über TTA Design. Ich wusste halt nur, dass die Objektive herstellen und das war's dann auch schon. Letzte Woche war ich so ein bisschen am Weihnachtsgeschenke shoppen und ja, dann ist mir dieses Objektiv irgendwie aufgefallen, weil es wurde auch angepriesen für 120 Euro. Und da wurde ich einfach mega neugierig, wie gut eine Bildqualität von einem Objektiv sein kann, was nicht mehr als 100 Euro kostet. Und ja, dann habe ich es einfach mal bestellt und wollte das Ganze auch mal ausprobieren. Und dann ist es halt angekommen, ich habe es ausgepackt und ich war wirklich positiv überrascht davon, wie gut es sich anfühlt. Das ganze Gehäuse ist aus Metall und wenn man den Fokusring und die Blendenöffnung halt einfach verstellt, fühlt sich das Ganze super hochwertig an und man würde niemals denken, dass das nur 120 Euro kostet. Na gut, um ehrlich zu sein, ein Punkt für den geringen Preis ist halt, dass es ein manuelles Objektiv ist. Das heißt, man hat halt keinen Autofokus und deswegen musste kein Motor verbaut werden, man konnte es günstiger herstellen. Aber nichtsdestotrotz haben mich 120 Euro wirklich neugierig gemacht und als ich es dann in der Hand hatte und diese gute Qualität gespürt habe, war ich noch überraschter und neugieriger, wie gut denn die Bilder dann eigentlich sein werden. Da ich die große Blende zur Verfügung hatte, wollte ich unbedingt unter schlechten Lichtbedingungen damit Bilder machen. Die den Kanal inzwischen ein bisschen verfolgen, die wissen, dass ich eigentlich nicht so sehr auf Nachtfotografie stehe, aber ich habe es dann einfach mal ausprobiert, weil ich einfach die ganze Zeit mit Blende 1.2 fotografieren wollte. Und ja, so viel werde ich jetzt im Voraus auch gar nicht wegnehmen. Ich würde sagen, wir springen einfach mal rein und danach quatschen wir ein bisschen über meine Erfahrung. Los geht's. So, ich hoffe, euch hat der Fotowalk gefallen, waren vielleicht ein, zwei coole Bilder dabei. Ich war positiv überrascht davon, wie scharf die Bilder dann doch teilweise geworden sind, vor allem wenn man berücksichtigt, dass ich mit Blende 1.2 die Fotos gemacht habe und auch noch manuell fokussieren musste. War am Anfang eine kleine Herausforderung, gerade die große Blende hat das Bild halt schnell unscharf gemacht, wenn man auch nur ein bisschen zu weit fokussiert hat.
war bei statischen Dingen gar kein Problem, wie zum Beispiel bei der Fahne. Da ging es eigentlich super gut, weil ich mich einfach nur auf den Fahnenmast konzentrieren musste, damit der scharf ist. Und das war dann auch recht entspannt. Bei einem Bild, da ist ein Pärchen von mir weggelaufen und da wurde es dann schon schwieriger, weil sie immer wieder diesen Fokusbereich verlassen hatten und ich immer wieder nachfokussieren musste und gleichzeitig einen Moment abpassen musste, wo sie halt unter einer Laterne standen, um halt einfach ausgeleuchtet zu sein. Aber das Beste, was eigentlich an dem ganzen Shooting war, war, dass dieses Objektiv super viel Spaß macht. Man hat einfach richtig viel Lust und Spaß dabei, damit Fotos zu machen, denn man muss einfach die ganze Zeit hochkonzentriert sein, wenn man damit Bilder macht, weil man einfach sich so sehr auf den Fokus konzentrieren muss. Sobald man nur einen Millimeter verrutscht, ist das Bild einfach nicht mehr scharf. Und man muss wirklich arbeiten, um ein scharfes Bild zu bekommen. Wenn ich eine negative Sache anmerken müsste über dieses Objektiv, dann ist es die Tatsache, dass man so eine kleine Verfärbung bekommt, wenn man in Licht hinein fotografiert. Gerade bei Neonröhren habe ich festgestellt, dass die oft einen lilanen Schatten werfen, beziehungsweise ein lilanes Licht werfen, was man aber in der Nachbearbeitung easy wieder rausbekommen hat. Und wenn der Extraaufwand der Preis dafür ist, den man zahlt, um ein gutes, günstiges Objektiv zu bekommen, was wirklich Spaß macht, dann bin ich wirklich bereit, den zu bezahlen. Wenn ihr Erfahrung mit manuellen Objektiven habt, schreibt mir noch gerne einen Kommentar dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da, um diesen Algorithmus hier so ein bisschen zu besiegen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, klickt unbedingt auf Abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis dann.